Hallo aus dem wunderschönen alten Hafen in Rethymnon. Ich wollte für euch mal so ein bisschen filmen und vielleicht so ein kleines Corona-Update, obwohl es gibt eigentlich nichts Neueres. Aber trotzdem kann man ja sagen, wie es zurzeit hier abläuft. Es gibt sehr viele Fragen zur Maskenpflicht und so weiter. Also ich will hier nochmal sagen, dass die Maskenpflicht besteht, aber sehr viele halten sich halt nicht dran. Vor allem sehr viele Touristen gar nicht und auch sehr viele Griechen haben die Masken unter dem Kinn oder unter der Nase. Aber die Maskenpflicht besteht auf den Straßen, also im Freien und in den Geschäften und so weiter besteht die Maskenpflicht. Es besteht am Strand keine, es besteht in den Cafés und in den Restaurants keine. Und also ja, und wir laufen jetzt mal hier durch, dann können Sie es ja mal selbst sehen. So ein bisschen hier den Hafen. Da repariert einer gerade sein Boot. Scheint etwas morsch zu sein. Hier. Die Fische. Ich liebe diese alten Fischerboote hier, die noch richtig aus Holz sind. Die werden ja auch immer weniger, leider. Und hier, das ist so ein kleiner zentraler Platz für die Fischer. Sammeln sich dann so morgens hier an, dem Wasser gefischt haben. Und gegenüber ist das Custom-Gebäude, also der Zoll praktisch. Und hier ist der Hafen. Noch ziemlich leer. Also es ist immer wieder unglaublich, weil um diese Jahreszeit war es ja immer voll und jetzt irgendwie ist gar nichts los. Also sehr wenig. Es ist schon traurig. Ja, und jetzt gehen wir mal ein bisschen hier in den Hafen rein. So, jetzt sind wir im Hafen und wenn man ein bisschen so auf die Leute schaut, dann sieht man auch, dass einige keine Masken anhaben und einige schon, aber nicht richtig. Hier sieht man ein paar Boote, kann man sich mieten. Und so ein bisschen, so im letzten Monat, wo halt diese Einschränkungen, die sich so ein bisschen gesetzt haben, was ist so der Unterschied? Ja, es haben halt die Geschäfte aufgemacht, das Leben ist halt wieder in die Stadt gekommen und durch den Tourismus natürlich ist auch ein bisschen mehr generelle Bewegung in der Stadt und ja, viele Leute, die monatelang nicht keine Arbeit hatten, die haben halt wieder jetzt langsam angefangen, die Hotels machen langsam auf, aber es geht halt alles langsam voran. Hier im Krankenhaus ist die Situation im Gegensatz jetzt zu vor eineinhalb Monaten oder vor zwei viel besser. Es klingt zwar etwas komisch, aber es ist halt so. Und ja, das sind so die Neuigkeiten von hier. Ich sende euch liebe Grüße. Ihr könnt auch den Kanal abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Es kommen halt immer wieder Neuigkeiten aus Kreta, aus Rethymnon, hauptsächlich aus Rethymnon, aber nicht nur. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die gerne unten in den Kommentaren reinschreiben. Liebe Grüße aus dem sehr wunderschönen Rethymnon.